Ich bin hier auf der Honda CB125R unterwegs. Am Erlensee, im Erlensee, bei Erlensee, in der Honda Academy. Denn es sind die Honda Pressetage wieder. Und deswegen habe ich mir direkt mal die CB125R geschnappt. Es ist also eine 125er. Was für die Motorradjugend, also 16-Jährige werden hiermit auf jeden Fall eine Menge Spaß haben können. Die Maschine hat 13,3 PS, also nicht die ganz 15. Die Leistung liegt auch hier oben bei 10.000 Umdrehungen erst an. Dennoch auf jeden Fall, wie ich finde, ein relativ spritziges Motorrad. Er ist am Pinkeln. Erstmal schön strollern hier. Wenn das früher hier eine Kaserne wäre, dann hätten sie wahrscheinlich erschossen, der da gemacht. Naja, aber darum geht's nicht. Es geht hier immer noch um die CB125R, ja. Und so viel kann ich nur sagen. Ich fahre jetzt hier gerade mal so eine kleine Runde. Das macht echt Spaß, damit zu fahren. Ja, es ist auf jeden Fall doch ein spritziges Teil, ne? Und ich meine, es ist cool, dass Honda auch, ich meine, es ist eine Serienmaschine, hat eine geile LED-Lichtscheinwerfer und auch LED-Blinker direkt. Also so Kleinigkeiten finde ich immer echt cool, wenn das irgendwie ein Hersteller beachtet, ja, weil ich meine, du zahlst für so ein Motorrad natürlich schon ein bisschen Geld und das ist auch jetzt nicht unbedingt wenig, wenn du das mit 16 selber erarbeiten musst und da finde ich halt cool, wenn so Kleinigkeiten direkt von Anfang an gemacht werden, ne? Also das ist schon ganz cool. Wo bin ich denn hier überhaupt? Irgendwie voll die Kaserne, die alte oder so. Ja. Nee, also macht auf jeden Fall Spaß, damit zu fahren und ich fahre jetzt mal auf die Autobahn und dann gucken wir mal, was so eine 125er, die CB125R für einen Topspeed hat. Also ich glaube, mittlerweile sollte der morgendliche Verkehr auch ein bisschen ruhiger geworden sein und fahren wir doch einfach mal eine Runde über die Autobahn. Bis gleich. So Leute, es ist doch nicht die Autobahn geworden. Die war nämlich doch zu voll. Ich werde jetzt hier mal 0 auf 100 hinzaubern. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Die Bremse funktioniert auch gut. Was mir gut gefällt an der Bremse ist, dass das ABS nicht so hart regelt. Also bei manchen ist ja wirklich so dann am Rasseln in der Bremse, wenn du da reinhaust. Und das ist hier sehr, sehr locker. Ganz easy. Finde ich cool. Nee, spaßiges Motorrad, Leute. Solltet da, wenn ihr echt euch für eine 125er interessiert, auf jeden Fall mal Probe fahren. Kann ich nur empfehlen. Echt ein cooles Teil. Und deswegen, Leute, bis dahin, haut da rein, bleibt da geil.